In der K.O.-Runde stehen Sie, aber können Sie heute auch noch den Gruppensieg schaffen? Das große Ziel. Heute kann's klappen, gleich geht's los. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel. Liebe Fußballfans, willkommen hier in der HDI Arena. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf ein Gruppenspiel aus diesem Wettbewerb. Hannover 96 gegen AC Mailand. Die Gastgeber wollen heute den Gruppensieg klar machen, das ist ja keine Frage. Und das wäre dann genau die Ausgangsposition, die man sich erhofft hat. Und das dürfte eine spannende und interessante Partie werden. André Silva. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Und so gehen es die Hannoveraner an. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Da die Einblendung. So will der AC Mailand heute also ins Spiel starten. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Francesi steht zusammen mit Lucas Biglia im Zentrum. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Biglia. André Silva. Biglia. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Da wäre Platz für den Konter. Heute können sich die Gastgeber Platz 1 sichern. Ein Unentschieden würde Ihnen reichen. Aber ich glaube, das Spiel ist. Jetzt der Ballverlust. Diese beiden Spieler, die hier heute im Mittelpunkt stehen, das sind natürlich absolute Superstars. Also besser als die beiden heute. Die Chance! Klatsch! Da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Jonathas! Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Zeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. André Silva. Biglia. Der AC Mailand lässt den Ball laufen, könnte gefährlich werden. Wird das was? Das ist ein Foul. Freistoß. Und Rodriguez. Nubilia. Das könnte die Chance werden. Er schießt. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Ballverlust.
André Silva. Jetzt der Schuss. Oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er macht ihn nicht und sie liegen weiter mit einem Treffer hinten. Ricardo Rodriguez jetzt. Bonaventura. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. André Silva. Die Riesenchance. Er macht den Ball nicht rein. Und damit fehlt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. Und nun Bilia. André Silva. Klasse Pass. Ganz energischer Einsatz. Und nun Moussakio. Lucas Bilia jetzt. Guter Pass. Franck Yannick Kessier. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier noch die Chance da. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. José Vélez. Ivar Fossum. Jonathas. Gibt's jetzt die Gelegenheit. 45 Minuten trennen sie noch von Platz 1 in dieser Gruppe. Ja, erst die Quali für die nächste Runde. Jetzt dieses Spiel hier. Also die spielen einen exzellenten Wettbewerb. Und da müssen wir auch mal den Trainer loben, der seine Jungs immer wieder richtig einstellt. So, die zweite Hälfte. Milan hat Anstoß. Andrea Conti. Jetzt Bilia. André Silva. Sie verlieren den Ball. Ja, energischer Vorstoß. Da kommt der Pass. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass es gut geht. Ivar Fossum. Gute Aktion. Er passt gut auf und hat den Ball. Das gibt Einwurf. Albornoz. Gefährlich. Macht er gut. Guter Zweikampf. Keine Gefahr. Der Torwart hat den Ball locker. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Jetzt Moussakio. Rodriguez. Milan auf Außen, da wäre jetzt Platz. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Und Lucas Bilia. Was macht er draus? Er holt sich den Ball. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da zieht er ab. Da schießt er daneben.
Andrea Conti. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, der nächste tolle Pass. Und da ist der Ball wieder weg. Der AC Mailand bekommt den Einwurf. Beim AC Mailand gibt es einen Wechsel, Buschi. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Lukas Bilja jetzt. Ja, Einwurf. Da blieb kaum eine andere Möglichkeit. José Belles. Marvin Bakalorz. Er lässt den Gegner stehen. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Nubilia. Kann er was draus machen? Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Kein Problem hier. Verteidiger hat aufgepasst. Suso. Bilja. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Bonaventura. Franck-Yannick Kessier. Da schießt er. In den Schuss legt er alles rein. Trotzdem hält der Keeper. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Jetzt kommt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Lucas Paqueta. Da können sie klären. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose haben. Schöner Pass. Ja, könnte was werden. Chance. Da macht er ihn rein. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Nachspielzeit sind 3 Minuten. 1 Minute noch. Wieder so ein klasse Pass. Und das ist der Ballverlust. Der Sieg also für den Gastgeber in diesem Vorrundenspiel. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Die Fans hatten sich einen Sieg erhofft. Ein Sieg ist es geworden, wenn auch knapp, auch dünn. Aber Dreier ist Dreier, wichtige Punkte. Und ich finde, man kann auch mit der Leistung zufrieden sein. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Er hat auch hier heute wieder eine gute Leistung gezeigt und einen Treffer beigesteuert. Nicht zuletzt deswegen gewinnen sie das Spiel.